Ja, also ich mache es immer so, wie es mich gerade momentan eben freut oder ob ich gerade feiner arbeiten möchte oder etwas Groberes. Ich habe mich jetzt auch mit dem Werkzeug schon besser angefreundet. Der ist wirklich echt gut für größere Flächen. Ich finde aber die Flächen hier doch etwas zu klein. Hier habe ich ihn zum Beispiel ausprobiert. Wird wirklich schnell gehen, nur ich bin mir eben noch zu unsicher bei so kleinen Flächen. Deswegen verwende ich lieber den Stift. Den verwende ich zwar auch ab und an, aber wie gesagt, mein Favorite ist dieser Stift. Das ist wirklich für die ganz feinen Linien. Der ist auch für feinere, aber etwas gröbere, also für die. Mit dem, wie man schon sieht, Spitze ist doch wesentlich gröber als die hier und daher kann man mit dem auch noch gröbere Linien oder dickere Linien freikratzen. Aber wie gesagt, mein Favorite ist dieser Stift. Und unverzichtbar ist dieser Pinsel. Was ich euch empfehlen kann, ist wirklich, dass ihr euch als allererstes ein Bild sucht, wo ihr eben diese Werkzeuge schon dabei habt. Dieses Bild hat mir auf Amazon inklusive dieser Werkzeuge 8,95 € gekostet. Ich habe auf verschiedenen Seiten schon gesehen, dass alleine dieses Toolkit an Werkzeugen schon zwischen 10 und 14 € kostet. Dieser Stift alleine, habe ich auf einer Seite gesehen, kostet schon knappe 9 €. Also wie gesagt, da würde ich euch wirklich empfehlen, sucht euch ein Bild auf Amazon, wo eben das alles dabei ist um 8,95 €. Weil ich kann euch diesen Stift wirklich nur sehr ans Herz legen. Ja, jetzt habt ihr gesehen, wie weit ich bin. Ich melde mich dann spätestens wieder, wenn ich es fertig habe. Dann seht ihr, wie es fertig ausschaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.